Wir sind nur sauer, weil was explodiert ist. Boah, kann ja mal passieren, also wenn's wumst. Wir nach Hause. Ist wenn's doch in Ordnung, wenn ich auf deiner Couch penne, oder? Ich habe sogar noch was Besseres. Hier, nimm diese Schlüssel. Sie gehören zu Martys Wohnung. Ich versuche sie gerade für seine Mutter loszuwerden. Solange kannst du sie benutzen. Weg da. Danke. Du brauchst dich nicht zu bedanken. Du bist zu alt, um auf meiner Couch zu schlafen. Außerdem habe ich sie gerade erst bekommen. Und du sollst sie nicht versauen. Martys Wohnung ist in Oysterbay. Alles klar. Ey, ich brauche eine andere Karre. Das geht mit dir jetzt besser. Nicht wirklich. Was da gerade gelaufen ist, macht noch lange nicht alles wieder gut. Hey, das, was da alles verbrannt ist, war nur Krempel, Vito. Nur Krempel? Das waren meine Sachen, Joe. Warum glaubst du, mache ich diese ganze Scheiße mit? Um Sachen zu kaufen. Anzüge, Autos, Beute, Häuser. Jetzt darf ich wieder von vorne anfangen. Ich habe mir geschworen, nie wieder arm zu sein. Oder als Hafenratte zu enden, mein alter Herr. Ist ja gut, ich verstehe. Keine Sorge, wir lassen uns was einfallen. Du bist in 0, nix wieder auf der Höhe. Bei dir ist das Glas immer halb voll, oder? Na, halt doch mal die Luft an. Mit deiner Karre kann man nicht fahren, Junge. Mann, entspann dich. Ich glaube, ich habe einen Platten, ne? Ich höre schon die Felgen. Boah, mit der... Der Pisser hat mich geschubst. Ich kann nichts dafür. Du wurdest getötet? What? Lol. Ja, jetzt müssen wir die nochmal umlegen. Ja, okay, ist ja kein Problem. Er ist mir entkommen. Mach mal locker. Der Kling ist weggelaufen. Aber ich finde ihn. Und dann werde jetzt hat mich so ein Pisser geschubst. Jetzt können wir das nochmal machen. Oh, Mist. Du hast wirklich Nerven. Ja, hab ich. Hast du Schiss, Arschloch? Das Schwein hat mich erwischt. Mist. Endlich, Dreckskerl. Hast du das mal wirklich hergelernt? Los jetzt! Zack, zack! Das ist alles? Dann blüht ich hier was. Ich hab dich getroffen, was willst denn du von mir? Ich bin der... Los, ja, läuft doch alles. Das machen wir wie vorher, Leute. Das hat nicht super funktioniert. Ich glaube, ich habe einen Tank getroffen. Hey, in dem Wagen sind doch... Das war der Tank, eindeutig. Okay, das war's. Aber mit dem fahren wir nicht. Ja, komm, fahren wir mit den anderen. Ach scheiße, wir müssen weg. Oh scheiße, jetzt habe ich die wieder am Hals. Oh. Ja komm rein. Alles klar. Ich steig nicht aus, Junge, vergiss es, Bulle. Das bringt mir mein Haus auch nicht zurück. Keine Sorge, das Geschäft floriert. Bald hast du genug Kohle. So, diesmal müssen wir warten. Ja, dein Wort in Gottes Ohr. Also dann, fahren wir nach Hause. Ist doch in Ordnung, wenn ich auf deiner Couch penne, oder? Ich habe sogar noch was Besseres. Oh, jetzt habe ich die Bullen am Arsch. Nimm diese Schlüssel. Sie gehören zu Martys Wohnung. Ich versuche sie gerade für seine Mutter loszuwerden. Solange kannst du sie benutzen. Tja, dann danke. Hey, brauchst dich nicht zu bedanken. Du bist zu alt, um auf meiner Couch zu schlafen. Außerdem habe ich sie gerade erst bekommen. Und du sollst sie nicht versauen. Martys Wohnung ist in Oysterbay. Fühlst du dich jetzt besser? Nicht wirklich. Was da gerade gelaufen ist, macht noch lange nicht alles wieder gut. Hey, das, was da alles verbrannt ist, war nur Krempel, Vito. Nur Krempel? Das waren meine Sachen, Joe. Warum glaubst du, mache ich diese ganze Scheiße mit? Um Sachen zu kaufen. Anzüge, Autos, Beute, Häuser. Jetzt darf ich wieder von vorne anfangen. Ich habe mir geschworen, nie wieder arm zu sein. Oder als Hafenratte zu enden, wie mein alter Herr. Ist ja gut, ich verstehe. Keine Sorge, wir lassen uns was einfallen. Du bist in 0, nix wieder auf der Höhe. Bei dir oh, scheiße, du musst runter. Voll, oder? Okay, das habe ich schon mal übersehen. Das ist kein Problem. Geht auch so. Du fährst Schnauze, meine wenn deine Großmutter weißt du so fährt, gute Nacht. Dann hat sie oh, eine gute Mann, entspann dich. So. Läuft wieder auf dem richtigen Pfad der Tugend. Nimm den Fuß vom Gas, du Arsch! Ja, ich bin ein Heiler, Mann. Ich bin ein Heiler. Scheiß Taxis. So, out of my way, ihr Penner. Was zum Teufel soll okay, das? Man sieht sich, nehme ich an. Bis dann, Kumpel. Kein Tut mir leid wegen heute Nacht. So. Oh! Alter, mit der Karre kannst du fahren. Oh, ich bin ein schädliches Auto langsam. So. Halt doch mal die Fresse. Halt doch mal dein Maul. So. Warte mal, hier ist eine Abkürzung. Das ist eine Abkürzung. Abkürzungsalarm! Nee, ich habe meine Abkürzung entdeckt.
So. Out of my way! Out of my way! Out of my way! Chinatown, geiles Viertel. Hübsch. Ein bisschen langsamer, das in Polen. So. Wie weit ist denn das noch? So weit kann das doch nicht sein. Ey, das ist ein geiles Viertel, Leute. Das sieht cool aus. Das hat Style. So. Kommen wir da vorbei. Geh weg, Mann. Bullen, 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 Bullen. Bullen, Schweine. So. Opfer, Opfer. Langsames Opfer. Oh, lalalala. Da war knapp. So, jetzt links rüber hier. So, da sind wir ja schon. Packen uns mitten auf der Straße. Das macht man doch so, ne? So, hier oder wo? Hä? Da? Wie kommen wir da rein? Hier oder wo? Alles klar. Oh, was ja, für Baby. Eine Bruchbude. Mein Gott, wenn ich wenigstens Geld für ein Hotel hätte. Tja, die ganze Kohle ist wohl auch mit über den Jordan gegangen. Ne, Fenster öffnen. Ja, okay, gut. Hier stinkt's. So, was haben wir? Haben wir Bier? Ja, gib mir ein Bier. Los, dir, Säcke! Ey, da ist sogar... Was zum Essen wollte ich sagen, ist es eklig. So, gehen wir pennen. Nee, nicht einschalten, ich will pennen. So, da jetzt. Scheiße, oh, ist das gruselig. Mein Haus lag in Schutt und Asche. Ich besaß keinen Penny mehr. Es gab Ärger mit den Bullen, aber darum hat sich Eddie gekümmert. Da ich nicht versichert war, musste ich erstmal in einem billigen Drecksloch unterkriechen. Wenigstens konnte ich Leo retten. Er verschwand spurlos. Dafür hat Henry was gut bei mir. Eddie holte ihn in die Crew, wie er versprochen hatte. Und Joe und ich hatten einen neuen Partner. Ich suche mal wieder was Cooles, was cool ausschaut. Was haben wir noch? Das schaut doch geil aus. Schau, ja. Oh, ja, Baby. Das, naja, ist ein bisschen rosa, das Ganze, aber okay. Wo ist denn die Scheiße? Ah, hier. Hey, Vito. Hier ist Henry. Hey. Ich plane ein Riesending. Du kannst mitmachen. Komm zum Lincoln Park, wenn du interessiert bist. Und bring eine Knarre mit. Okay. Wir treffen uns dort. Alles klar, wir treffen uns dort. So, Knarre. Ja, Waffen sind hier nicht erlaubt. Und da geht's nicht raus. Alter, das ist wirklich ein Loch, Leute. Also, wir haben eine Knarre, wir laden mal nach. Denn das schadet nicht. Dann laden wir auch mal nach. Wir haben eine gute Knarre. So. Wie weit ist das weg? Jo, Stückerle. Eine ordentliche Karre da organisieren. Hier ist nichts. Da steht Dino, aber ja. Einen guten Parkplatz habe ich. Ich habe den Parkplatz der Parkplätze. Weißt du was? Wir nehmen sie das einfach mal. Komm raus! Steig schon aus! Willst du was von mir? Das glaube ich jetzt nicht. Willst du mich verarschen? Ich hab dich gewarnt. So, jetzt gib auch rüber, ich will da rein. Ich muss dem die Fresse einhauen. So, er wollte es nicht an. Jetzt ist er noch immer da. Gib's Ruhe. Steig ein. Oh, das ist jetzt ein Witz, oder? Da kannst du nicht meine Karre klauen hier? Oh Gott. Oh, das ist mies, ey. Du kannst nicht mal eine scheiß Dreckskarre klauen. Dann ging er dir am Arsch. Hey, ich hätte einfach einen Revolver nehmen sollen und ihm erschießen. Das wäre einfacher. Mein Haus lag in Schutt und Asche. Ich besaß keinen Penny mehr. Es gab Ärger mit den Bullen, aber darum hat sich Eddie gekümmert. Da ich nicht versichert war, musste ich erstmal in einem billigen Drecksloch unterkriechen.
Wenigstens konnte ich Leo retten. Er verschwand spurlos. Dafür hat Henry was gut mit mir. Zieh ich irgendwas Eddie an, holte ihn in die Crew, wie er versprochen hatte. Und Joe und ich hatten einen neuen Partner. Es ist blöd, dass man das hier nicht überspringen kann. Das ist ein bisschen lästig. Hey, wieder. Hier ist Henry. Hey. Ich plane ein Riesending. Du kannst mitmachen. Komm zum Lincoln Park, wenn du interessiert bist. Ich hab Knarre. Und bring eine Knarre mit. Okay. Wir treffen uns dort. So, der Nächste, was mir auf die Eier geht, der kriegt einfach einen Headshot und fertig, ey. Lass mich hier doch nicht verarschen. So, schnell nachladen, weil wenn ihr auf der Straße bewaffnet da rumlauft, dann gehen wir die Bullen wieder im Sack. So. Oh, Mann. Oh, Bulle. Bulle, nix, gut. Na, das können wir klauen. Bleib stehen. Bleib stehen, du Arsch! Wichser. So, ihr zwei schaut aus, wie wenn ihr das Auto nicht mehr braucht. Steig schon aus. Das sind ja die zwei Arschlöcher von vorher. Na, du kannst mir mal, Junge. Besser. So. Dann fahren wir da jetzt hin und werden aufräumen. Wenn die den Knarre wollen, dann wird geschossen. Und zwar ordentlich. Und auf das habe ich eh gerade Bock. Ein paar Mistkäfer zerquetschen, sozusagen. So, alle auf der Seite hier. Nehme ich LKW da. Fahren wir ein bisschen schneller. Den schiebe ich jetzt. Bla, bla, bla. Ich hab die Augen schon offen. Ich hab dich gesehen, du Arschloch, aber das hat mich nicht interessiert. Ho, ho, ho. So. Hoppala, bin ich da vorbeigefahren? Wohl. Ich bin so begeistert gerade ausgefahren, dass ich das gar nicht gecheckt habe, dass ich hier rein muss. So eine Scheiße. Also rein da. Und hier sind wir. Na komm. Hey, da kommt er. Hey, was gibt's? Hey, Vito, setz dich. Ich hab mich mal über Carlos' Geschäfte schlau gemacht. Und? Demnach hat er den guten Clementi nur beseitigt, weil der auch gedealt hat und ihm in die Quere gekommen ist. Jetzt muss er nur noch ein Hindernis aus dem Weg räumen. Den Mann, der sein Vorhaben vereiteln könnte, der Hauptversorger der Stadt zu werden. Frank Vinci. Woher weißt du das? Hab ich aus verlässlicher Quelle. Okay. Und was hat das mit uns zu tun? Nun, was er kann, das können wir auch. In Frankreich kostet ein Kilo Heroin 2.500 Dollar. Plus ein Tausender, um es über den Teich zu bringen. Und? Und wir kassieren 11 Riesen allein dafür, den Stoff an die Dealer zu liefern. Macht 7.500 Dollar Gewinn pro Kilo. Aber was ist mit Falcon? Carlo erfährt das gar nicht. Und wenn, klopft er uns auf die Finger und will einen Anteil. Aber wenn Carlo der einzige Lieferant in der Stadt ist, von wem kaufen wir den Stoff? Ich bin euch weit voraus. Was wisst ihr zwei über die Tongs? Die Schlitzaugen? Irgendeine Organisation für chinesische Einwanderer. Na eben, die Schlitzaugen. Stimmt, aber auch eine Tarnorganisation für andere Dinge. Sie kontrollieren das Chinesenviertel und bleiben unter sich. Aber einige Tongs würden durchaus gern Geschäfte mit Außenstehenden machen und dafür brauchen sie Mittelsmänner. Und die sind wir, klar. Ja, wir kriegen 10 Kilo für den Anfang. Für wie viel? 35 Riesen. Was bringt uns das ein? 110. Klasse. Okay, aber woher bekommen wir die 35 Riesen? Von einem Kredithai, der Jude drüben in der Palisade. Der leiht uns 35, wenn wir ihm 45 zurückzahlen. Das heißt, mehr als 20 Riesen Gewinn für jeden. Nur dafür, den Stoff von A nach B zu schaffen. Wer drückt sich den Scheiß am Ende rein? Ist doch egal, solange es nicht in unserer Gegend ist. Vinci hatte schon recht. Drogen sind scheiße, sie töten Menschen. Hey, nur Idioten nehmen Drogen. Penner und Verlierer. Wenn die sich unbedingt umbringen wollen, bin ich ihnen gern dabei behilflich. Besonders für 20 Riesen. Dann Schluss jetzt mit dem Scheiß, hör zu. Ich habe Abnehmer im Ghetto. Die kümmern sich um den Verkauf. Das haben wir schon mal vom Hals. Seid ihr dabei oder nicht? Und wie? Komm, sei nicht blöd, Vito. 20 verdammte Riesen an einem Nachmittag.
Wann? Jetzt gleich. Wenn wir das Angebot nicht annehmen, suchen sich die Tonks jemand anderen. Komm schon, Vito, das wird ein Kinderspiel. Ja, das war sicher kein Kinderspiel. Fahren wir zu Bruno. Ah, okay. Vito, wie sieht's aus? Fährst du uns hin? In die Palisade Street. Klar, fahren wir. Also ich fahr wahrscheinlich und ihr fahrt mit. So wird's wahrscheinlich laufen. So, wir sollen den Kredit keinen Besuch abstatten. Hallo, kommt ihr? So, naja, will ich hoffen. Ja, mal runter da. Richtung Street. Wie weit ist denn das? Oh, da gehen wir aber nicht zu Fuß. Aber ich muss mal zur Straße runter. Irgendwie laufe ich gerade durch den ganzen Park hier, aber ist ja wurscht. Kommt ihr? Ja, so sportlich sind die nicht gerade. Scheiß auf deine Hot Dogs. Ich hab's eilig. Schuh putzen? Wer putzt Schuhe? Du willst meine Schuhe putzen? Warte mal. Schuhe putzen lassen. Du hast nicht genug Geld? Alter, gib mir mal einer von euch schnell Kohle. Alter, wie viel kostet das Schuhputzen hier, ey? Ein Dollar, mehr kann es ja nicht kosten. Einen billigen Dollar oder einen halben oder sowas. Ich lauf grad durch. Ja, ich lauf grad durch den ganzen Park. Aber ist ja wurscht. Sportlich, sportlich, unser Vito. Ja, ja, Hot Dogs. Ich hab kein Geld. Ich bin ein armer Mafiosi. Schweine haben mir ja die Bude abgebrannt. Oh. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.